I see you dancing, I'm like, hola, 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 hola. With your move fancy, make me wanna hola, 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 hola. I got your attention, spending that moolah, 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 moolah. I'ma drop top in pockets, hola, 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 hola.
Einen wunderschönen guten Abend miteinander. Hallöchen. Ja, es ist wieder Zeit. Krabbel ist mal wieder zu Gast. Danke nochmal dafür bei der NSL heute. Ja, NSL Pro Class 2. Und ich würde ja mal sagen, Spezialevent steht an. Wir sind, wie ihr schon lesen konntet im Streamchat, beziehungsweise hier quasi auf meinem Kanal. Le Mans steht an, Gruppe 1. Das wird heute wieder ein schöner Knaller. Wunderbar. Die Jungs sind so langsam am Angasen, machen doch ein bisschen Training. Wir schalten uns gleich live dazu. Ein bisschen Streckenkunde noch dazu. Ja, die Strecke wurde 1929, ja, quasi eigentlich auf 17 Kilometer, wenn man es genau nimmt, hier festgelegt. Aber das war alles Schotter. Das war unbefestigte Straße und wurde dann im Laufe der Jahre natürlich umgebaut. Und mittlerweile haben wir im Zuge, sage ich jetzt mal grob geschätzt, knapp 14 Kilometer, die wir hier auf Della Sarte, also Le Mans, hier jetzt zur Verfügung haben. Großenteils ist es eine reine Rennstrecke, aber es kommt auch immer mal so ein kleiner Abschnitt hinzu, der dann also in dem Moment dann zur Rennstrecke wirkt, die ja vorher nicht war. Hallöchen Joe Coyote, Hallöchen Phoenix Dave, Hallöchen, auch schon lange nicht mehr gesehen. Ja, wir schalten also gleich live drauf. Ihr seht schon, ich bin da schon drauf. Ich muss nur noch reinhüpfen, aber noch so kurz das Ganze, war ich mal so dazu gesagt, was also Strecke betrifft. Ja, man muss es auch so sehen, die meisten kennen natürlich hier Le Mans aus dem Kopf raus, besser gesagt, ihr fahrt ja öfters mal. Das bedeutet also, hier in Le Mans geht es eigentlich oft ab. Ich erwarte heute eigentlich jetzt nicht unbedingt die Extremfights, aber ziemlich viele Windschattenfahrten. Wollen wir mal sehen, wie die Pro 2 sich heute hier so anstellt. Mal gucken, und für alle, die dazu gekommen sind, nehme ich immer noch ein freundliches Willkommen hier beim Krabbel auf seiner Playstube. Und jetzt gucken wir uns das Ganze mal ein bisschen genauer an. Wir springen da mal rein und gucken mal, ob die Jungs da schon so ein bisschen was tun oder noch nicht tun. Kicken wir mal nach, ob das hier alles so funktioniert war mit PS5 und so. Aber das wird schon alles gehen. Und dann kicken wir mal, was da so noch passieren wird hier. Ne? Dunlop-Brücke ist ein Begriff. Ja, dann gibt es natürlich noch einige andere Möglichkeiten hier zu überholen. Die großen, langen Geraden, die hier zur Verfügung stehen mit der kleine Schikane drin. Auf jeden Fall wird was gehen hier, hoffe ich gleich. Also wir sind schon mal drin. Ich schalte aber gleich dann das richtige Bild. Nicht, dass er jetzt denkt, um Gott, was macht er denn? Ich sehe ja gar nichts. Nein, ihr seht gleich ganz viel. Ich werde jetzt schon mal gucken, ob da wer auf der Kocke oder auf der Kucke, Strecke guckt. Gucken wir mal. Wollen wir uns das Ganze mal zu Gemüte führen. Wir gehen schon mal raus hier. Das heißt also, die Jungs fahren sich warm. Wir haben also noch ein wenig Zeit hier, die uns zur Verfügung steht. Das heißt ja, 22.15 Uhr ist der Start hier in der NSL Pro Klasse 2. Und das bedeutet, jetzt racen wir gleich richtig los, racen Gasen an. Die Punktetabelle, die im Moment steht, zeige ich euch auch gleich nochmal, wo die Punkte hier in der Pro Klasse 2 sozusagen gerade sind. Und ja, Della Sarte, Le Mans, auf jeden Fall immer wieder gern genommen hier im GT-Sport-Segment in der NSL, in dem Fall also Gruppe 1 Boliden, also ballern wir heute mal richtig mit Tempo, GT3 heute mal nicht, aber dann wieder im nächsten Rennen, jetzt aber hier auf Della Sarte, Spezialevent der NSL, und wir schalten uns mal live rüber hier. Und gehen mal ins direkte Streckenbild. Ich schalte mich hier bloß mal kurz aus hier. Bitte ich erstmal weg hier. Und dann gehen wir mal rein da in das ganze Getümmel. Und jetzt sind wir also live mittendrin in der eigentlichen Aufwärmphase. Aber wir wollen nicht vergessen, die Tabelle uns kurz mal reinzuholen. Ja, und da sieht es in der Pro Class 2 also so aus, dass also hier das Lippy Body Racing Team 2 die ganze Geschichte hier anführt. Ich hoffe, ich habe auch die richtige Tabelle mir gegriffen, aber wird schon so sein. Im Pro 1 auf der 2 hier in der Pro Class 2 Sweet Berry Racing hier auf dem dritten Platz. Natürlich ist da vorne eine 8, 9, 10. Wir müssen das ja immer von der Klasse aus sehen. Dann haben wir M8 auf Speed Pro. Hier dann auf dem vierten Platz liegend, auch relativ eng das Ganze. Ihr seht das hier, 176, 175, 174, 173 hier auf dem vierten Platz. Und 170 geht's weiter. The First Donkey.
der hier mit 170 Punkten um die Ecke bügelt. Neben des Motorsport 1, 152 Punkte. Da fehlt noch ein bisschen. Falsche Tabelle, schreibt mir Joel Colote. Warum habe ich aber die da erstmal nur gefunden? Egal. Auf jeden Fall fahren die Jungs hier. Ist ja ein Spezialevent. Also trage ich nach. Muss ich nachher mal gucken, warum das ich das in den Tabellen habe ich das so gefunden. Aber egal. Gentleman Motorsport hier also dann in der Pro Class 2 auf dem letzten Platz. Mal gucken, wo der Weg also hier so hingeht. Und wie gesagt, 22.08 Uhr, meine Damen und Herren. Bedeutet, ihr könnt euch noch was zu trinken holen und dann gasen wir hier an. Falsche Tabelle. Warum ist aber ein Discord? War die letzte Tabelle. Aber gut, okay. Dann hat der Krabbel wieder nicht richtig gekickt oder so und daher ist er wieder da. Was seid ihr? Mates of Speed. Okay. Alles klar. Dann ist das mit diesen M8 da vorne. Ja, das verstehe ich immer nicht so richtig. Aber nimm's mir nicht krumm. Ihr seid auf jeden Fall auf Speed. Und heute wollen wir auf Speed sehen hier. Natürlich wollen wir auf Speed sehen. Und wen haben wir denn schon so draußen? Krabbel wird sich mal mit seinem Tastatur-Tablet hier so ein bisschen beschäftigen. Mit seiner Geschichte. Wen haben wir denn hier gerade überhaupt im Bild? Beck Bechhofen habe ich ja auch schon lange nicht mehr kommentiert. Also er jetzt hier gerade im Bild, wie ihr sehen könnt. Natürlich werden wir auch noch für euch, was in der NSL gewohnt ist, die normalen Einstellungen euch hier natürlich zeigen. Ja, dann haben wir hier momentan den Korik, der hier auf der 2 unterwegs ist. Und Sonnchen macht den nächsten Sub hier. Hallöchen und danke dafür. Auf jeden Fall geht das Ganze steil hier. Und dann haben wir Andi. Andi, hey Andi, hallo, grüß dich, ne? Andi hier momentan also im Nissan R92 hier am Angasen. Mal sehen, was da heute geht mit dem Nissan. Ja, auf jeden Fall macht er hier schon mal einen besten Eindruck mit seinen Flex vorne, die also hier die Aerodynamik verbessern für die Gruppe 1 Boliden. Mal gucken, ob das auch nachher im Rennen was bringt. Ist ja auch ein Name, der geht mir ja richtig unter die Haut. Afro, der Afro ist ja hier mit der 78 pilotiert und hier aus Großbritannien also mit am Start. Also die NSL ist mittlerweile nicht nur deutschlandweit, sondern ja, wir wollen schon mal sagen, das geht schon weit, weit über die angrenzenden Länder schon ja raus. Also Großbritannien haben wir ja doch in den einen oder anderen auch schon dabei. Also auch die sind hier auf die NSL aufmerksam geworden. Der Superstuhl! Der, der Superstuhl! Geile Sache! Hier, also Superstuhl am Start und fährt hier auch noch ein bisschen ringsrum und rechtsrum. Und Ichi, vielen Dank für dein Follow. Warst du nicht schon mal da? Oh, egal. Okay, dann ist das so. So, weiter geht's hier im Text auf der 6. Afandi. Afandi ist hier auch mal am Angasen hier auf Le Mans. Und mal sehen, was Afandi mir heute hier im Stream für euch so zeigt. Wollen wir mal gucken, was die Jungs hier so machen. Ach, und wer sollte nicht anders da sein? Heidrich Himbeer, die Himbeeren liegen wieder breit und stilvoll rum, damit die anderen Fahrer mal anhalten und sich was Süßes gönnen. Also auch Heidrich Himbeer hier am Angasen heute. Ich freue mich, schön, was wir hier also so sehen. Viele, viele neue Fahrer, die ich noch gar nicht so kenne, aber auch einige, die der Krabbel schon kennt hier. David hier als nächstes im Bild mit dem Porsche 962 aus dem Baujahr oder aus dem Jahr 1988, also auch alles vertreten, was wir brauchen. Ja, Baldrian, auch hoffentlich brauchen wir keinen Baldrian, aber Baldrian ist hier aus der Schweiz mit am Start und dreht hier also seine ersten Runden hier. Und für alle, die jetzt dazugekommen sind, dann nochmal ein herzliches Welcome. Genau, willkommen also nochmal an euch alle. Schön, dass er uns hier besucht bei der Playstube. Titus, hier also auch im Pro. Ihr seht es gerade hier schön auf seinem Fahrzeug. Ist das der Mercedes gewesen? Nee, auch der Porsche. Ah, die sehen sich ja manchmal so ähnlich. Hier auf jeden Fall der Porsche auch hier unterwegs. Passat kennen wir auch schon in der Box. Dann haben wir den Mike hier in dem Fall auf der 12. Und wo sind der Rest? Haben wir nur 12? Wir haben nur 12, das wollen wir nicht hoffen. Ja, 12 sind am Start. Ich hoffe, wir kriegen da noch welche rein. Und vor allen Dingen haben wir Spaß heute hier auf Della Sarte, Le Mans. Also ich hoffe, die Jungs haben sich gut vorbereitet und wir werden also auch ordentlich Angasen erleben hier. Was fängst du schon wieder an?
Da sind die Autos so manchmal älter als die Fahrer. Ja, da hast du recht. Ich gehöre natürlich nicht dazu. Ich bin schon ein alter Sack. Aber apropos alter Sack, der Krabbel hat sich ja entschlossen, vielleicht hat der ein oder anders mitbekommen. Ich werde wahrscheinlich Sonntag, werde ich mal anfangen, einfach mal ein bisschen zu zocken. Ich habe da jetzt ja hier alle Möglichkeiten. Ich habe hier Switch hier zu stehen, Plazy, Gamer PC. Also ich habe jetzt erstmal mich damit zusammengefunden, dass ich mal so ein bisschen, wenn ihr Bock habt, vielleicht auch eine Switch habt, dann kommt bei mir auf den Discord geschlittert. Krabbel hat mal wieder Discord jetzt endlich wieder nach Nachfragen. Und wenn ihr Bock habt, ich fange an, am Sonntag mal so ein bisschen Super Mario Kart beziehungsweise Super Mario erstmal so ein bisschen drin finden, bevor ich mich dann an Resident Evil und so ein Zeug mache, was Sonntchen haben will. Also es kommt einiges mehr. Krabbel geht also jetzt auch ein bisschen ins Gaming rein und wird da auch mal wieder ein bisschen zocken, was er früher auch schon mal gemacht hat. Also wenn ihr Bock habt, könnt ihr da dann mal auf dem Laufenden bleiben. Denkt immer die Glocke anmachen, dann wisst ihr, wenn der Krabbel online geht oder kommt auf den Discord geschneit, dann wisst ihr das auch, wenn ich online gehe, weil dann ploppt es da auch auf. Also, das war mal so eine kurze Werbung für mich, aber jetzt gehen wir hier ins Geschehen rein, nämlich wir haben 22.13 Uhr. Der Krabbel wird auch gleich aus dem Bild gehen und dann geht das los hier. Genau so ist es. Genau so ist es. Asiball, genau so. Du fährst doch nur gegen den Baum. Ja, gib dir. Wenn du mitfahren würdest, würde ich dir ständig Bananen vor dein Auto, vor dein Kart schmeißen. Damit du dich auch immer schön wegdrehst und irgendwelche Bomben schmeißt. Ferngelenkt. Pfuh, genau so sieht's aus. Aber wir sind heute hier nicht dabei. Ja, irgendwelche Bananen oder Raketen oder Geister irgendwo lang zu flitzen, sondern heute geht es hier im E-Sport-Segment darum, wir wollen die NSL begleiten. In dem Fall ist der Krabbel zu Gast bei der NSL Pro Klasse 2. Denn das Harte hier steht an. Ja, wie gesagt, Baujahr der Strecke 1929 und da war es eine Schotterpiste. Und mittlerweile aber ist sie umgebaut, knapp 14 Kilometer. Schickibari, musst du nicht fahren oder was? Scheiße. Der war für dich, Schicki. Alles klar, aber ich wünsche dir auch viel Glück bei deinem Race heute. Und ich hoffe, du fährst nicht gegen irgendwelche Sachen. Hoffe ich mal. So. Wir warten ab. Die Jungs sind soweit jetzt hier am Warmfahren. 22.15 Start. Und dann gehen wir natürlich auch rein in die Boliden, nehmen uns hier mit und werden die ganze Sache also dann aus dem Cockpit auch mal begleiten. Hier gerade aus diesem engen Cockpit, muss ich mal gucken. Das macht er im Rennen ja immer bei mir so. Ihr macht das natürlich nicht, gehen wir trotzdem rein. Hier guckt euch diese analogen Anzeigen an. Oh, guck mal, da ist ein Zeiger. Ja, der Zeiger funktioniert auch, analoge Anzeigen. Ja, ist mittlerweile ja am Abflauen. Mittlerweile gibt es ja nur noch digitale Taros. Die gab es übrigens schon in den 80er Jahren. Da wollte sie keiner haben und jetzt will sie jeder haben. Also das ist genau die umgekehrte Reihenfolge. Da wollte jeder analog und jetzt wollen sie alle digital. Aber so ist es nun mal. So, meine Damen und Herren, umgeschalten ist. Wir gehen also jetzt live ins Quali. Das bedeutet, der Krabbel klingt sich erstmal aus hier. Was? Da bin ich weg. 12 ist mir safe. Alles klar. Hallo. Ja gut, Chef, hallöchen. HSV-Fan ist auch da. Der trinkt bestimmt wieder eine Pulle Bier. Aber egal. Wir gehen jetzt ins Quali. Die Jungs bereiten sich vor, gehen jetzt also in Stellung. Stellung. Und dann lasst es uns beginnen hier in der NSL. Und toi, 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 drückt die Daumen, dass die Lobby hält, damit also alle auch hier nachher das Race beginnen können, dass keiner technische Defekte hat und dann hier aus der Lobby fliegt. Das wollen wir natürlich nicht. Und jetzt geht also die erste Sache los. Nochmal vielen Dank an den Horst, nämlich Izzy, der sich hier wieder bereit erklärt hat, hier das Ganze zu steuern. Jetzt aber wollen wir rausgehen. Und ihr seht also, die ersten machen sich hier auf. Und das ist Beckbeckhofen und Korik, der jetzt hier also gleich die erste schnelle Runde fährt. Einmal durch und dann eine schnelle. So gehe ich dann mal ran und dann wird es dann der ein oder andere gerichtet haben. So, wir werden also jetzt aus, oder der Krabbel verschwindet aus dem Bild, nicht mit seiner Klappe, sondern mit seinem Bild und dann genießt das Rennen. Ah, das mit den Bildern da oben, da möchte ich nicht haben. Das gefällt mir nicht, sondern das geht immer so schön viel schöner. So, also dann bis später. Viel Spaß jetzt NSL Pro. Freitag steht an. Die Pro 1 ist natürlich auch am Start und die Pro 3 auch. Wir sind zu Gast bei der Pro 2. Heute also hier angasen. Spezialevent NSL Gruppe 1. Und da gasen wir mal richtig an. Ne? 335, 340, die Dinger hier schon. Vorne Exhaust hier
ja, plakatiert, sage ich jetzt mal. Lieber Kollege, glaube ich, ist das, genau. Und das heißt also, die Jungs sind jetzt hier unterwegs. Krabbel geht aus dem Bild raus und ruft erstmal eine und dann geht's weiter. Yeah, so ist gut. Hey, Manni, hallöchen. So, Kecki ist auch da. Kecki mit dem Zetti aber noch nicht gesehen. So, Beckhofen ist also der Erste, der uns jetzt dann eine Zeit präsentiert. Und sein Teamkollege Korik ist hier also auf dem zweiten Platz unterwegs. Also einmal rum bitte und dann eine Zeit. Und los geht's. Die nächsten werden rausgeschickt, damit wir also nicht so lange Wartezeit haben. Soll ja auch richtig sein. Easy macht das ja schon seit einiger Zeit und weiß da auch, wie das Ganze funktioniert hier. Wo ist der schmucke Bengel? Hallo. Jetzt ist er gleich. Plupp, ausmachen, ausmachen. Wo ist der Ausdruck? Oh Gottes Willen. Also, bis später. So, weiter geht's hier im Text. Also, die Jungs wollen erstmal loslegen. Ach, setzen wir uns doch einfach mal ins Cockpit und genießen das Ganze hier. Ach, das ist, warum der das immer in der Quali so nicht macht, wie ich das haben will. So, wir sitzen also jetzt drin. Wir sitzen drin im Mercedes-Benz. Also, den 89er. Und lassen uns jetzt von Beckbechhofen mal kurz ein Stück mitnehmen. Und bevor wir dann zum Teamkollegen schalten, Heinrich Himbeer befindet sich auch auf der Einführungsrunde, genauso wie Halbstark. Also die sind hier auch schon unterwegs. Noch ist keine Zeit in dem Sinne gesetzt, die kommt gleich. Wir sind noch in der Einführungsrunde oder Outlap, wie wir es so schön nennen. Also noch Ruhe bewahren, analoge Anzeigen, obwohl hier der Mercedes also schon digitale kmh Anzeige hat und Öltemperatur auch, so wie wir das sehen können. Also funktioniert bei denen schon früher, aber ich habe es ja eben schon gesagt, alle wollten damals analog, das hat sich alles nicht... Wollt keiner haben in der Autobranche und jetzt wollen sie alle digital und nicht mehr analog. Oh, aber so ist es nun mal. Oh, schön, wie er hier durchs Infield geht. Wunderbar. Ja, die Dinger haben natürlich auch jede Menge Anpressdruck. Das ist nun mal so. Und übrigens, wenn es einer noch nicht weiß, den Rundenrekord hier auf Le Mans hält hier Toyota Gazoo Racing mit dem TS050 Hybrid von 2017. Der hat hier die schnellste Rennrunde im NS. So, jetzt wird's aber. Jetzt muss es, jetzt geht es um was. Jetzt geht es nämlich darum, welche Startaufstellung geht jetzt hier erstmal nach vorne. Wer soll kochen können? Hä? Wer kocht denn? Ach, so was aber auch. Hä? Gucken wir mal. Aber wir bleiben drauf jetzt hier. Beckbechhofen setzt seine Zeit hier. Also wir sehen doch schon, dass er doch ein bisschen unruhig ist. Er quietscht doch mächtig über die Räder. Versucht hier auch alles umzusetzen. Hier ist Tricky. Schön außen. Ja, da musst du aufpassen, dass du nicht deine Zeitstrafe kriegst. Da geht's aber ganz schnell weiter aus, wenn du das nicht hundertprozentig triffst. Und jetzt geht's erstmal, das ist so die Ausruhphase. Wenn der Krabbel fährt, dann ist er, ruht er sich hier immer so schön aus. Ja, Spitzengeschwindigkeiten, wie ihr sehen könnt, sind hier auf jeden Fall drin. Gucken wir mal, wo er hier bis zur Schikane hinkommt. 351, ja, 352, 353 bis zur Schikane. Hier ist aber der Tricky-Punkt, den richtigen Bremspunkt zu bringen, finden. Und dann geht's nochmal genau die gleiche und nochmal durchatmen bis zur nächsten und das ist also relativ easy, sagen wir mal, aber hier geht es nachher darum, wer fährt mit wem hier und da müssen wir mal gucken hier, wer mit wem fährt, meine ich mit Windschattenfahrt. Mal sehen, ob wir schöne Windschattenduelle nachher genießen können, aber jetzt geht es erstmal für Beckbechhofen um die Quali-Zeit. Und da wollen wir noch mal gucken. Und Korik ist natürlich dahinter. Da schalten wir auch gleich mal hin. Er ist ja auch noch da. Ne? Hier der zweite Mann im Bilde. Der Korik, der hier auch gleich eine Zeit setzen möchte. Aber ob sie schnell sind, werden wir sehen. Nämlich dann, wenn das Lichtlein angeht. welches Lichtlein, wissen wir nicht. Aber Beckbechhofen wird der Erste sein, der uns hier eine Zeit präsentiert. Aber noch haben wir ein bisschen Zeit hier. Die Strecke ist ja nun knapp 14 Kilometer lang. Ja, also ist ja nicht so, dass wir hier gleich nach zwei Minuten rum sind, sondern das dauert noch einen Moment. Aber die Jungs sind schnell hier mit den Gruppe 1 Boliden. Mit Gruppe 3 wäre das noch langsamer. Also deshalb sind wir doch recht zügig hier mit einer Runde fertig. Ja. Und, ja, man kann doch heute noch sagen, aus den alten Tagen, das sind die Versuchsfahrzeuge hier im Versuchsrennsport der Gruppe 1. Ja, da haben sie also alles entwickelt, was wir dann
Ja, oder später dann in den Fahrzeugen dann mittlerweile fast alles verbaut gehabt haben. Wer soll denn immer kochen bei euch? Alter, später, was ist denn los hier? Kochen! Kochen, kochen! Also die zwei pilotiert Beckbeckhofen. Und die erste Zeit werden wir gleich brühwarm bekommen. Ja, das sieht natürlich aus der Außenkamera relativ gut aus, was er uns da zeigt. Aber ob es schnell ist, das werden wir sehen, wann oder beziehungsweise wenn die anderen hier ihre Zeiten gesetzt haben. Beckbeckhofen wird jetzt also gleich kommen. Ja, die letzte Schikane steht an. So, und Abmarsch. Zieldurchquerung. Jetzt gleich unmittelbar. Zeit bleibt stehen. Ah, leichter Drift. 20, 1, 2, 4. Was macht Korik? Der Nächste, der eine Zeit setzen wird hier. 3, 23, 0,82. Also etwas langsamer als sein Teamkollege. So, jetzt kommt Himbeer. Oh, ich liebe es. Da kommt der Mazda mit dem Wankelmotor. Kultauto. Genauso wie sein Teamkollege hier. Nämlich halbstark. Die beiden sind die Nächsten, die eine Zeit setzen werden. Und wir gehen auch hier einfach mal ins Cockpit rein, hier in den Boliden. Und ihr seht, selbst die Japaner waren schon zu der Zeit digital. Und genießen das Ganze schon mal. Eine leichte Zeitstrafe. Ja, aber die ist ja jetzt noch nicht ganz so wichtig. Ach doch, die sind ja schon auf der... die sind ja schon auf die Schnelle. Das geht ja jetzt so rucki-zucki hier. Das heißt, da hat er schon mal ein Problem vielleicht. Also da kann er nicht mehr volle Sahne. Aber mal gucken, was hier Heinrich Himbeer und Halbstark jetzt gleich noch auf die Kette bringen. Heinrich Himbeer. Die Himbeeren liegen rum und keiner fasst sie an, aber sie schmecken bestimmt süß. Alter, der, also er ist ja schon echt tricky hier. Der Mazda. Der 787. Löwensenf, auch nicht schlecht. Löwensenf. Wisst ihr, was scharf ist? Dann nimm Heinrich Himbeer und sein Kollegen Halbstark. So, die Zeiten purzeln ein hier. Auch er kommt hier zu weit, hat er liegen lassen. Zeit 3,18,864 und 3,19,721. Also die sind auf jeden Fall schon mal schneller, die Jungs, als der Rest, der vorher gefahren ist. So, dann haben wir jetzt hier den Mike und Afandi. Das müssten die Nächsten im Bunde sein, die jetzt also auch ebenfalls hier im Mazda unterwegs sind. Und Mike wird die erste Zeit hier setzen. Ja, habe ich auch bis vorm Stream noch kurz geguckt. Also die ballern mächtig, die Belgier. Ja, leider die Schweiz im Elfmeterschießen verloren. Schade. Das hätte echt, das wäre echt der Kracher gewesen. So, wir haben hier leider jetzt wieder eine Penalty. Von einer halben Sekunde auf der Uhr. Die ihm dann natürlich die Zeit jetzt ein bisschen versalzen wird. Hart hier über die Curve wurscht. Und jetzt die Zeit bleibt... 3,20,609. Was macht der Fandi? Ah, Fandi. Zeit. Gucken wir mal. Klappt er die Schikane besser? Ah, leicht verschalten. 3,22,483. So schnell kann's gehen. Und jetzt kommt Andi und Baldrian. Hoffentlich hat der Baldrian Tropfen dabei. Die beiden sind also die Nächsten im Bunde, die also eine Zeit setzen werden. Hallo DK, Spezi ist auch da. Grüßt euch. Au, was war das? Das war ja dieser Hakenschlag gerade hier. Gegenüber aber dem Mazda, ne, ist der so richtig, der Nissan Suche. Der brummt wie so eine Hummel. Ja. Aber auch hier die Technik natürlich schön. Gucken wir auch nochmal schnell ins Cockpit hier rein. Auch schön analoge Anzeigen. Aber jetzt müssen wir wieder rausgehen. Jetzt kommt die nächste Zeit hier. Für Andi. Pilotiert die 39. Wo bleibt sie stehen? Bleibt sie noch gar nicht. So schnell waren wir noch gar nicht. Guckt euch das an. Die sind doch ein bisschen im Rückstand, sehe ich gerade.
im Rückstand. Habe ich irgendwas verpasst? Nö, alles gut. Also haben wir noch ein bisschen Zeit hier. Ich war schon wieder dabei, dass die Jungs auch schon auf der schnellen Runde waren. Aber sie gehen jetzt erst. Der Andi, Baldrian, die sind erstmal jetzt auf der schnellen Runde unterwegs. Kickt euch mal den Außenspiegel an, den er da oben dran hat. Der sieht auch nicht schlecht aus. Ja, danke, Kecki. Ich hab's auch gerade gesehen. Ich gucken muss nicht immer auf die Anzeigen, welche Runde. Da habe ich jetzt gerade nicht hingeguckt. Und ich war der Meinung, die sind auch jetzt schon auf der schnellen. Aber wir haben ja also noch ein wenig Zeit hier auf der Sarte. Der Andi, der Baldrian, David, Titus, die jetzt also noch unterwegs sind. Ja, wir können ja noch mal kurz hier gucken. Was sagt uns denn die Zeitentabelle? Und ihr seht momentan der schnellste im Feld, Heinrich Himbeer. Die Himbeeren haben gezogen mit 3,18, 8,64. Oha! Mal gucken, was da noch geht jetzt gleich hier. Mach die Kamera an, wenn du trinkst. Alkoholfrei. Ja? So, Andi, zeig es uns. Und Baldrian nehmen wir auch nochmal mit hier. Der Junge ist ja auch noch da, der zweite im Bunde. Genau, Kecki, ist Wodka. Die hat die Pulle voll. Wenn ich den Salbe anfange, dann sagst du Bescheid. So, Baldrian. Obnahmeprogramm ist, dann müsst ihr ja eigentlich schlafen. Aber Kike. So, Andi, jetzt einmal schon. Die Hälfte hat er hinter sich. Jetzt geht's jetzt in Field und dann gucken wir mal, was so kommt. Ja. Vielleicht der eine oder andere kennt natürlich auf der Sarte auch die sogenannte Mulsanne Straight. Ja, die ist hier natürlich auch vertreten, die Straße. Aber letztendlich ist das ja zwischen Le Mans und Mulsanne hier das Ganze im Süden von Anage, wo die Strecke hier zu Hause ist. Aber ihr seht eine lila Zeit hier bei Andi auf dem Auto. Und kann er hier noch was reißen oder kriegt er Schelle links, Schelle rechts? Wir wissen es noch nicht. Ja, jetzt geht schon wieder ab. Hier wird schon wieder fachgesimpelt. Ja, wo ist der Schnappt? Ja, genau. Ey, sonst fällst du mir so in den Rücken. Kann nicht wahr sein. Also wir bleiben auf Andi. Was macht Andi? Komm, Andi und Baldrian. Also momentan ist er auf der schnellsten Runde unterwegs. Lila Zeit hat gerade geleuchtet. Ja, es leuchtet nicht nur die Birne, sondern auch hier am Fahrzeug. Und jetzt heißt es, wo bleibt die Zeit hier für den Schweizer Andi stehen? Schön genommen hier. Jawohl, das hat gepasst hier. 3,18, 0,26. Somit übernimmt er im Moment die Führung. Was macht Baldrian? Leider eine Sekunde. Penalty hier. Das heißt, eine 3,21, 5,15 für ihn hier. Wir gehen auf die nächsten Jungs hier. Das haben wir jetzt so. Das ist David. David und sein Teamkollege sollte der Titus sein. Jawohl. Und im Pro, die werden also jetzt als nächstes eine Zeit setzen, sind also schon auf der schnellen Runde unterwegs. Hier passt das wieder. Und somit warten wir ab, was David und Titus als nächstes für eine Zeit setzen. Du bist immer lieb zu mir? Ja? Schelle links, Schelle rechts. Alles klar. So, nächste Lila-Zeit. Nächste Bestzeit. Zwar nur wenig, aber abwarten. Kann Impro hier die neue Zeit setzen. Also Andi im Moment hier mit 3,18, 0,26 in Führung liegend. Adi. Ja, gucken wir mal. 3,18, 7,72, das reicht nicht für David. Was macht Titus? Ah, baut er auch ab hier. Strafe. 3,21, 9,29, das reicht nicht. Das reicht nicht. Ah, Superstuhl kriegt heute einen epischen für den Namen. Superstuhl. Ah,
Jawohl, der ging jetzt hier an Superstuhl. Sein Teamkollege aus Großbritannien. Ja, Fu. Jawohl. Der hier, also die 78 pilotiert. Auch in dem Fall beides Mazda hier. Aber Superstuhl wird der Erste sein, der uns eine Zeit präsentieren wird hier auf der Lasata. Wir sind doch relativ am Anfang. Das bedeutet, wir haben noch ein bisschen Luft und können also hier seine Fahrt etwas genießen hier in seinem Mazda mit seinem schönen Wankelmotor. Der schreit völlig tierisch, als ob er an den Punkt gefasst wird und ordentlich geknetet. Jawohl. Aber geniales Teil einfach. Wer den schon mal live gehört hat oder im Video, da sabberst du nur noch. Absolutes Ding hier. Also Superstuhl. Name Programm, weiß ich nicht. Superstuhl, müssen wir mal gucken. Alter, ich hab ja keinen Bock, gegen Passat zu fahren. Da werden wir doch mal sehen, wo die Zeit hängt. Momentan Andi hier mit 3:18:026. Schnellste Rennrunde. Quali-Runde, Entschuldigung. Quali-Rennen haben wir ja nicht. Ja, ballern schön hier. Der Teamkollege hat hier leicht schon eine Penalty. Schade, aber so schnell kann es gehen hier. Also nee, kriege Nudelholz hier von Sonnchen. Oh, krieg ja Nudelholz. So, Superstuhl. Wo ist er? Superstuhl. Superstuhl. Ja. So. Halbzeit. Hälfte haben wir geschafft. Also ich meine von der Strecke. Vom Rennen haben wir noch nicht. Kevin. Vielen Dank für dein Follow. Willkommen bei der Playstation und beim Krabbel. Und hab Spaß heute hier bei der NSL Pro Klasse 2 der Lasatte Gruppe 1 Spezialevent der NSL Serie. Wir läuten den Freitag ein, wir machen Druck, Drall und Geschwindigkeit und die Jungs der NSL geben mir das oder geben mir die Ehre, das heute hier unter Beweis zu stellen. Los, brüll richtig hier, Superstuhl. So, fahren wir ein bisschen im Infield mit hier. Ah, schön. Geschmeidig, wunderbar. Das ist hier so ein bisschen die Mutkurve. Da kannst du Vollgas gehen und hier musst du wieder runtergehen. Wobei du jetzt schon wieder aufs Gras gehen kannst. Ah, da war ein bisschen zaghaft. Aber mal gucken, wo die Zeit stehen bleibt. So, Superstuhl. Jetzt wollen wir was sehen hier. In der Mazda 787B. Wo bleibt die Quali-Zeit stehen hier für Superstuhl? 3:18:563. Ordentliche Zeit reicht aber nicht für die Pole. Nächste Zeit 3:23:773. Doch ganz schön abgeschlagen hier der Afro. So, jetzt gehen wir auf Easy. Nameless Motorsport ist Programm. Das heißt also, hier Easy wird der Erste sein, der uns dann eine Zeit präsentieren wird. Genauso wie der Teamkollege, nämlich VW Passat, der aber im Moment eine Penalty auf seinem Schirm hat hier. Staubt ein wenig. Also Heinrich, dein Angstgebner hier. Lololo. Keki mit dem Zetti hasst die Strecke. Jojo, das ist wieder Nürburgring, wa? Es gibt welche, die lieben sie, es gibt welche, die hassen sie. Und Le Mans ist da keine Ausnahme. Ich mag sie trotzdem. So, die nächste Zeit wird hier hingebrettert. Und das ist dann auch das letzte Team schon, was die Quali hier beschreitet bei der NSL Pro Klasse 2. So, wo bleibt die Zeit? 3:23:379 und Passat, wo kommt's hin? 3:19:112. Somit Andi hier auf Pol mit 3:18
026. Ja, da haben wir die Quali schon wieder durchgeriffen hier. Das heißt, die Jungs, die sammeln sich jetzt noch mal kurz und dann gehen wir hier ins heiße Rennen, meine Damen und Herren. Das Rennen steht an, nur volle Pulle Stulle hier im Gruppe 1 Segment heute. Spezialevent der NSL. Und für alle, die zuschauen, noch mal ein freundliches Welcome. Jawohl. So, Krabbel also heute wieder am Start. So, jetzt gucken wir uns die Leute hier an, wie sie rumgasen. Und, guck mal, da, Gruppe 1 Fahrzeug. Oi, oi, oi. So, alle sind in der Box und bereiten sich jetzt auf den Start des Rennens vor. Raymond schreibt Crank 316-0. Yeah, ua. Sonnchen? Du sollst nicht immer mit den ganzen Sachen spielen. So. Die Jungs sammeln sich jetzt am ersten Zeitmesspunkt, damit wir dann also von der Startaufstellung alles soweit richtig haben. Und dann wird es also in den nächsten 5 Minuten hier hoffentlich zum Start kommen. Das heißt hoffentlich, dass alles hält und dass auch alle vom Start weg dann auch wegkommen. Und dann gucken wir mal. Aber wie gesagt, hier in der Pro Class 2, 318-026, die schnellste gefahrene Polezeit. Können wir mal gucken, ob sie jetzt alle draußen sind. Ah, jetzt hier, jetzt ja. Andi, Superstuhl, David, Heinrich im Bär, Beckbeckhofen. Dann haben wir Mike. Nee, VW Passat kommt noch dazwischen. Entschuldigung. Beckbeckhofen auf der 6. Mike 7. Baldrian sie hier auf der 8. Titus 9. Afandi 10. Lorik auf der 11. Isi auf der 12. Und 13. Der Futsurf Großbritannien. Also in Schweizer und Großbritannien heute hier in der Pro Class 2 mit dabei. Ja, schreibt sie ganz. Ganz tolle. Doch. Sag mal, wo ist denn eigentlich unser Jutta Petbohn heute? Da ich ja nicht mehr viel gehört. Weißt du irgendwas, Sonnchen? Wo Petbohn ist? So, die Jungs also jetzt. Geht es los? Jetzt werden wir also gleich starten hier. Sobald das Startzeichen läutet, geht es los. Holt euch nochmal was zu trinken. Holt euch ein bisschen Popcorn oder irgendwas anderes, was ihr meint, was ihr jetzt braucht. Ja, und da meine ich nicht immer nur Bier. Müssen wir mal sonst in Kontakt aufnehmen. Nicht, dass da schon wieder irgendwas bei Petbohn ist. Wollen wir mal gucken. Sollten wir mal klären, wo der Junge ist. So, aber jetzt geht's auf das oder Rennen oder das Rennen oder den Rennstart hier in der NSL Pro Klasse 2. Ja, der Krabbel ist schon ganz fickerig. Mal gucken, was hier dann so losgeht. So, mal gucken. Wer ist auf Arbeit? Kevin? Geht schlecht auf Arbeit? Wie? Wer ist auf Arbeit? Du? Kann doch nicht sein. Du guckst doch jetzt nicht etwas Stream auf Arbeit. Na sowas. Was ist denn da los? Ja, da fahren sie alle im Self-Modus jetzt rum. Ja, also die Kampf-Tarnkappen-Bomber sind diesmal nicht in der Luft, sondern auf der Strecke. Nämlich hier auf Le Mans. Und kreischen sich einen ab hier. 3,15 neuen Kaliber, Alter. Naja. Man muss auch mal Glück haben bei der Quali-Runde. Uha. 3,15 neuen. Echt jetzt? Ah, muss neben das Motorsport anfeuern. Jawohl. So, meine Damen und Herren, der Löwensenf Mazda da vorne.
Herrlich. Wir warten ab. Quali-Start wird gleich vollzogen, meine Damen und Herren. Lukas, hallöchen. Ja. Wann können wir den Start der Pro-Class 2 beginnen? Wann geht's los hier? Wir warten schon ganz gespannt, dass es losgeht. Ja, morgen geht's ja schon weiter. LSL ist ja noch nicht lange durch. Heute ist die Pro-Class dran. Morgen die AM-Klasse. Das bedeutet, morgen geht es ja ab 22 Uhr schon weiter. AM1, AM2, AM3, wie hier Pro Class 1, 2 und 3 genauso heute am Start sind. Wir läuten das Wochenende ein hier in der NSL nach Pause einer Woche mit dem Spezialevent hier auf Le Mans im Gruppe 1 Segment. Wenn der eine oder andere sich denkt, wo sind denn die Gruppe 3 Boliden? Heute mal nicht, heute gibt es Gruppe 1. So, eine Minute bis Start des Rennens, also jetzt ganz schnell wiederkommen. Eine Minute, dann starten wir hier das Rennen und drückt die Daumen, dass also alles passt hier. Und das war vor allen Dingen ganz wichtig, nicht während des Rennens dann noch ein paar Fahrzeuge verlieren. Das wäre schade. Sie hören sich schon wirklich extrem klasse an hier. Ja, Superstuhl auf 2. Naja, mal gucken, was Superstuhl heute macht. Andi muss geschlagen werden. Aber ist ja auch mal was Schönes, wenn die NSL also einfach mal so ein Event mit Gruppe 1 hier reinlässt. So, Start des Rennens. Also, jetzt geht's wieder los. Krabbe geht aus dem Bild. Viel Spaß im Rennen. So, meine Damen und Herren, wir stehen im Startsegment. Jetzt geht es los. Jetzt gasen wir an. Jetzt wollen wir hier Hoch- oder Höchstleistung sehen. Wir wollen die Boliden sehen, wie sie sich hier betteln. Das würde uns sehr freuen. Und schöne heiße Windschatten-Duelle. So, jetzt geht los. Ah, da gab es schon fast schon den Dreher hier hinten im hinteren Feld. So, alles gut gegangen, alle sind weggegangen. Jetzt geht's los, Andi weiter vorne. David auf der 2. Wir bleiben noch drauf hier. So, wir gucken weiter hier. David, Passat bereits schon auf der 3 hier. Neben des Motorsport, Passat auf der 3 wird gejagt von Superstuhl. Superstuhl hat leider ein paar Plätze verloren. Heinrich Himbeer dahinter. So, wie sieht's hier hinten aus? Baldrian auf der 6, kommt aber auch Druck hier von Halbstark. Schöne Zweikämpfe hier hinten, Beck-Bechhofen und Titus gerade am Angas. Wie sieht's vorne aus? Andi immer noch auf der 1. Jawohl. David hält 2 Passat auf der 3. Bis zur ersten Schikane. Guckt euch das an. Wunderbar, die ersten 4 schön im Windschatten. Heinrich Himbeer versucht den Weg wieder, den Anschluss zu finden, hat aber eine kleine Lücke. Aber hier hinten Baldrian, halbstark. Löwensenf greift an. Jawohl, hier hinten also schöne Zweikämpfe momentan. Wie sieht es hier bei Beck-Beckhofen an? Hat hier leider verloren, Sekunde fast. Afandi auf der 10. Isee auf der 11. 12. Afro und 13. Korik. Genauso wie der Mike auf der 14. Hier. Schon mit einer Sekunde im Nacken. Andi weiterhin auf der 1. David auf der 2. Kaber hier. Passat und Superstuhl.
Die beiden wollen's wissen. Gehen wir nochmal an Bord hier bei Superstuhl. Versucht den Windschatten hier ordentlich auszunutzen. Da geht er vorbei. Reicht es aus? Nein, reicht nicht aus. Neben des Motorsport hält den Platz. Schönes Bild hier. Schöner Kampf. Jetzt aber hier Superstuhl leider ein wenig verloren. Also von der Zeit her. Aber er kämpft sich wieder ran hier an die ersten drei. Das wird auf jeden Fall interessant werden. 3,15, 9. Oh, meine Herren. So, wie sieht es aber hier hinten bei Titus aus? Titus im Pro auf der 7 hat hier schon etwas Luft. Baldrian versucht sich ranzukämpfen. Aber hier Afandi und Beckbeckhofen, die beiden könnten sich gleich wieder etwas näher betrachten. Easy führt das Feld hier von hinten an. Auf der 11 liegen. Korik dahinter. 13. Afro. Und die 14. Mike leider schon mit 2,1 Sekunden hier abgeschlagen. Andy kann aufgrund der Feinds hier auf P2 sich lösen. David immer noch auf der 2, 3 auf der Passat. Neben des Motorsport pilotiert die 94, ist dran und versucht alles. Aber Superstuhl will hier dran vorbei. Genauso wie Heinrich im Meer. Jetzt so langsam der Teamkollege hier Tuchfüllung aufnimmt. Ist natürlich ein kleiner Vorteil, wenn die beiden taktisch fahren werden. Jetzt hier kann das gut nach gerne nach vorne gehen. Ja, der Heinrich Himbeer und Superstuhl. Jetzt also hier Passat wieder etwas gelöst. Neben des Motorsport aber auch gelöst vom P2 von David. David ist da also auch schon ein wenig weg hier. Na, Robert aber auch. Ich wollte die da haben. Und nach hinten kicken. Aber da ist es momentan nicht so ganz so eng. Ja, jetzt heißt es erstmal durchatmen. David also auf jeden Fall hier auf der 2 gut unterwegs. Aber Andy verliert wieder etwas hier vorne. 1,1 Sekunden waren es gerade. David auf der 2 versucht die Tuchfüllung wieder aufzunehmen. Passat auf der 3. Und mal sehen, ob Passat da wieder rankommt an den David. Aber hier Superstuhl. Superstuhl unter Druck von Heinrich Himbeer. Aber Heinrich Himbeer wird hier nicht beißen. Aber was macht Halbstark und Titus hier? Die beiden sind ja auch noch da. Ja, schön sieht das aus hier. Bis P6, wunderbar. Schönes Bild, wunderbar. Ah, jetzt merkt man so richtig, wie der Windschatten sich ansaugt. Aber da unten ist aber schön die Gerade zu Ende. Ab geht's auf die Gegengerade. Uha, da kann man besser raus hier, der Junge. Momentan liegt die schnellste Rennrunde bei 3:21.689. Aber wunderbar bisher. Also keine extremen Manöver mit anderen Fahrzeugen, sondern die Jungs geben sich Mühe. Dafür heißt es ja auch Pro Class 2 hier. Auch ein Superstuhl an Passat vorbei. Superstuhl konnte sich an Passat vorbeischieben. Neben des Motorsport jetzt auf der 4, meine Damen und Herren. Superstuhl ist vorbei. Aber schönes Bulk hier. Somit hat er natürlich Superstuhl jetzt einen Vorteil hier. Weil neben des Motorsport der Passat muss hier kämpfen. Aber die beiden teamintern, die geben sich es aber auch hier. Sauris. Die beiden hier. Aber können sich natürlich über den Windschatten richtig schön ranpushen. Die Jungs hier. Schönes Ding. Was macht hier die 7? Titus. Ah, Titus 2,2 Sekunden hat auf Heinrich Himbeer hier. Beckbeckhofen 5 Sekunden von bereits. Leider Gottes. Afro mit 3,8 Sekunden auf der 9 und auf der 10. Easy. Der hier aber das Pulk anführt, nämlich Korik ist da hinten dran auf der 11 hier. Genauso wie Baldrian.
der versucht, da wieder ranzukommen. Afandi auf der 13 kriegt aber Druck hier von Mike, der hier auf der 14 im Moment noch ist. Andi weiterhin auf der 1, hat aber eine Penalty von 1,2 Sekunden. David hier auf der 2. Und Passat jetzt wieder auf der 3 hier. Das ging ja wunder, das ging ja so schnell hier. Ah, das ist schon passiert. Schade. Das ging schnell. Passat also wieder auf der 3. Und Superstuhl hier auf die 7 gegangen. Da muss wohl ein kleiner Dreher dabei gewesen sein. Irgendwas muss passiert sein. Wir gucken gleich mal zu Superstuhl. So, Superstuhl, wo ist er? Da ist er. Keine Schäden, also war es ein Dreher. Superstuhl also wieder auf die 7 gefallen. Tito ist jetzt auf der 6. Und Heinrich Himbeer auf der 5. Genauso wie Halbstark hier auf der 4. Ist Passat also wieder 3. Neben das Motorsport versucht sich jetzt davon zu stehlen. Aber muss jetzt erstmal wieder Tuchfühlung zu David aufnehmen. Aber dafür sind es knapp 3 Sekunden. Aber auch er hier wieder eine kleine Penalty hier. Und Andi kriegt jetzt gleich Druck hier. Ah, da kommt er. Da kommt er, der Junge. Da kommt er. Ja, reicht noch nicht aus hier. Ja, kann er sich wieder so ein bisschen lösen hier. Ah, jetzt kann Passat von dem des Motorsports so ein bisschen sich Luft verschaffen hier. Halbstark auf der 4. Und sein Teamkollege Heinrich Himbeer hier hinten dran, aber ebenfalls eine Penalty von einer knappen Sekunde auf der Uhr hier. Wir sind in der dritten von 16 Runden, meine Damen und Herren. Also da geht auf jeden Fall noch was heute. So, wir gucken weiter nach hinten. Titus hier jetzt, wie gesagt, auf der 6. Superstuhl dahinter. Versucht jetzt wieder vorbeizukommen. Die Pace hat er auf jeden Fall. David im Moment mit der 3:17.181 hier schnellste Rennrunde. Ah, jetzt lässt er sich so ein bisschen abfallen, weil wenn der Windschatten dann doch zu sehr zieht, dann geht es also auch mal ganz schnell nicht auf der Strecke weiter, sondern irgendwo im Grünen und dann schlägst du ein. Und das wollen wir natürlich nicht hier. Superstuhl hat mit seinem Fahrzeug gerade mal 1393 Kilometer gefahren, also doch recht jungfräulich hier. Ja, Andi kann sich behaupten, David wieder etwas weiter weg. Knapp über eine halbe Sekunde hier. Und Passat neben des Motorsports scheint wieder Anschluss zu finden hier. Ja, hier wird easy angefeuert hier von Kevin. Und er ist ja auch hier der Führende gewesen. Gewesen, wo ist er hin? Da ist er auf der 9. Neben des Motorsport. Der Nummer 2, Nummer 1 zu Passat hier. Das heißt also, easy hier auf der 9. Aber denkt man ja, verschaltet sich ja ständig. Bum, 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 bum. Da knallt er die Gänge rein. Die 27, die er hier pilotiert. Ha, er muss natürlich jetzt ein bisschen Druck machen hier, damit nämlich nicht Afro und Baldrian da hinten angeschossen kommen. Die sind nicht weit weg hier. Ah, Keki, echt schade. Das tut mir leid. Mist. Schweiz raus, Belgien raus. Oh. David auf der 2. Und Passat kommt in großen Schritten, will sich hier so langsam in den Windschatten bewegen. Aber hier hinten, ihr seht es, Halbstark und Heinrich Himbeer betteln sich so gegenseitig so ein bisschen aus. Aber Kleiner wird sich da wehtun. Auf 4 und 5. Genau, Keki. Herrlich, wunderbar. So, also hier vorne, ich will nicht schreien, aber David ist immer noch ganz kreuzgefährlich hier. Also hier um P1 ist das definitiv noch lange nicht entschieden hier, weil Andi hat wieder nachgelassen. Und somit ist jetzt David dran hier. Passat im Moment schnellste Rennrunde mit 3:16.766. Ja, das wird doch gleich passieren. Also lange dauert es nicht. Obwohl er eine Penalty hat, da wird es aber
irgendwann doch ganz enge werden für Andy hier. Aber das ist der Vorteil für Fassad hier, von dem ist Motorsport, wenn die hier vorne sich erstmal so ein bisschen, ja, miteinander kuscheln, dann ist hier für Nemes Motorsport Passat die Möglichkeit, natürlich da wieder ranzukommen hier. Und vielleicht in das Geschehen um P1 mit einzugreifen. Aber man merkt schon hier, dass hier Impro David sich in den kurvigen Streckenabschnitt doch ein bisschen besser bewegen kann. Aber der Nissan da vorne ballert doch mächtig. So, wie sieht es jetzt hier drüben aus? Hier hinten, Löwensenf halbstark. Hat sich ein bisschen gelöst von seinem Teamkollegen Heinrich Himbeer, der jetzt also erstmal wieder den Anschluss finden muss. Superstuhl kommt gar nicht mehr so richtig ran. Also Superstuhl, muss man mal gucken, was mit dem Superstuhl los ist. Und Titus versucht jetzt ranzukommen. Nächster Impro-Fahrer hier auf der 7. Und versucht alles, um ranzukommen. Beckbechhofen auf der 8 liegend, einsam und alleine nach vorne 10 Sekunden knapp und nach hinten 2 Sekunden auf Afro. Also da könnte auch noch was gehen hier, der hier auf der 9 ist, auf der 10 easy. Aber er kriegt Druck von Baldrian, Baldrian ist dran hier, der nächste Nissan. Also easy, neben das Motorsport unter Druck, zumindest nicht vorne, sondern hinten. Nicht schon wieder, was ihr denkt. Also das könnte sich gleich hier auswirken. Da kommt das Zucken. Aber er konnte sich erwehren hier. Wunderbar. Leichter Quersteher. Da hat er aber Kunst erwiesen. Erwiesen, sage ich schon. Kunst gezeigt, dass er das Ding hier noch auf der Strecke gehalten hat. Dazu weit über den Körper gegangen. Da ist er aufgesessen und somit die Traktion verloren. Und dann geht es halt mal ganz schnell woanders lang. Korik hier auf der 12 dahinter und auf der 13 auf Andi. 14 kommt aber Mike auch wieder ein bisschen besser zurecht. Andi kann sich hier vorne überhaupt, aber ihr seht, der David ist dran, aber auch Passat nicht weit weg hier. P3 läuft für ihn. Oh, da geht's vorbei. So schnell kann's gehen hier. Somit Passat auf der 2. So schnell kann es gehen hier. Gucken wir uns das nochmal an hier. Fopp, hat er gebremst. Rausgekommen. Super und vorbei. Und er sagt sich und tschüss. Vielen, vielen Dank. So, aber Passat jetzt wieder dahinter. So schnell kann es gehen. Also da guckst du einmal die Replay. Da ist es wieder Retour. Somit wieder David auf der 2. Die ersten Boxenstops werden gleich eingeläutet hier. So, Passat von dem des Motorsport. Also wieder auf der 3. Halbstark kommt mit großen Schritten. Der Löwensenf ist scharf hier. Und er möchte rankommen. Passat hält aber immer noch die schnellste Rennrunde mit 3.16. 7.66, meine Damen und Herren. Aber schönes, enges Feld, wenn man es mal so sieht. Wenn man es also quasi von den Stückzahlen her sieht. Also sprich hier die 4. Und dann haben wir ein bisschen Luft. Aber dann geht es wieder so um Platz 9 wieder los. Da hängen sie alle zusammen hier. Man weiß ja nicht, wo man zuerst hinkicken soll heute hier. In der Pro Klasse 2. Also die sind durch, wenn sie das Rennen hier hinter sich haben. Fünfte Runde im Moment hier. Am Fahren von 16. Neben das Motorsport Passat hängt da also wirklich hinten im Diffusor. Und das fahren wir über die ganze Zeit hier. Also Impro hier schwer am Schwitzen. Ab in die Box. Alle Viere gehen sie in die Box. Wunderbar. Schönes Ding hier. Push weg und rein. Heinrich Himbeer geht auch rein. Superstuhl. Alle gehen rein. Was macht Impro hier? Kann auch rein hier. Jawohl. Immer schön. Wir haben es. Hier gibt es umsonst was. Hier gibt es viel, viel Getränke. Also Rinder, Beckbechhofen. So, Schüchel gibt es auch im Sonderangebot, also rein mit dir.
Afro geht genauso rein wie der Easy. Der geht genau. Also alle gehen sie jetzt erstmal wunderbar an die Box. Also keiner bleibt da draußen. Alle gehen sie rein. Wunderbar hier. Super Stuhl. Baldejan, Beckbechhofen. Jetzt kommen sie alle also rein hier. Die Jungs warten schon fleißig. Nun kommt doch mal, nun seid doch mal nicht so hier. Superstuhl wird hier abgefertigt. Baldrian, Beckbechhofen. Dann haben wir Heinrich Himbeer hier. Und weiter geht's auf der 10. So, Andi. Alle kommen wieder raus. Halbstadt geht als erster raus hier. Also eine ganz andere Strategie, so wie das aussieht hier. Himbeer auf der 2, Andi jetzt auf der 3. David 4, Passat 5. Ja, da hast du vollkommen recht. Alle in einer Runde an die Box. Aber jeder hat hier eine andere Taktik. Ihr seht, die Platzierungen haben sich gerade verschoben. Aufgrund der Boxenstrategie. Momentan führt das Feld an, halb stark. Das ist, das Triple X gewesen? Jawohl, Triple X war das, wa? Ja. So. Und Halbstark hat erstmal 6 Sekunden die Kehn hinter sich. Guckt euch das an. Heinrich Himbeer mit seinen süßen Sachen ist auf der 2. Auf der 3 jetzt hier aber wieder leicht unter Druck. Andi und David, jetzt sitzen wieder. Die eigentliche Führung von vorhin. Genauso wie Passat da hinten mit am Werken ist. Aber die können länger draußen bleiben. Mal gucken, ob das aufgeht da vorne bei Halbstark und Heinrich Himbeer. Jetzt haben sie mal geschwitzt, die Boxencrew. Jawohl, jetzt mussten sie alle mal ran. Aber alles gut gegangen. Die Reifenwechsel waren sogar sehr schnell. Wie man sehen können, Halbstark und Himbeer. Aber jetzt wieder Andi, David, Passat hier. Also die drei müssen wir im Auge behalten. Weiter geht's mit Superstuhl auf der 6 hier. Titus auf der 7. Beckhofen. 8. Platz für ihn. Afro hier auf der 9. Kriegt aber hier vom Baldrian Besuch. Noch nicht ganz, aber fast. Ah, hier hinten wird so leichtes Zucken. Neben das Motorsport Easy, der hier also auf der 11 im Moment ist. Dann haben wir Korik auf der 12 und auf der 13. Afandi und Mike bleibt auf der 14. So sieht's aus. Halbstark kann die Führung erstmal behaupten. Mal sehen, wie lange Heinrich Himbeer dahinter. Und wir sehen dann eigentliche Führung. Und jetzt ist Andi wieder unter Druck hier von David. Ist da. David ist da. Aber hier hat Passat ein bisschen abreißen lassen müssen. Der hier im Moment vorm Boxstopp auf der 3 lag. Wird er auch wieder bekommen, weil die Jungs haben andere Boxenstrategie als Halbstark und Himbeer hier vorne. Hallo Norman. Grüß dich. So, aber wir warten trotzdem ab. Was passiert hier? Bello, bello, herrlich. So, Passat hält aber immer noch die schnellste. Dachte ich schon, jetzt verabschiedet er sich. Schön, wie er hier im Infield durchgeht. Schön sanft mit dem Gas spielt. Kaum die Bremse benutzt. Herrlich, wunderbar, das sieht gut aus. Jetzt hat er ein bisschen Sprit gespart, schnell hochgeschalten. Hat er schön den Windschatten ausgenutzt hier von David. Das ist damit Superstuhl. Gucken wir gleich mal hin. Boah, der steckt ja richtig Haken hier, Superstuhl. Ist vorbeigegangen an Tito, so wie es aussieht. Ah, Superstuhl jetzt auf der 6 hier. Los jetzt, gib Gummi. Aber Halbstark freut sich. Aber 1,9 Sekunden Penalty auf der Uhr ist natürlich ein ordentlicher. Hat zwar 7 Sekunden, da muss er ein bisschen was abreißen hier. Heinrich Himbeer. Wie gesagt, hier auch eine halbe Sekunde etwas drüber. Penalty hier, genauso wie auf der 3. Oh, 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 da kam der Angriff. Junge, die beiden jetzt hier. Aber jetzt geht's hier mal richtig steil. Einmal komplett bitte durch. Andi auf der 5. David auf der 3. So schnell kann das gehen hier. Gucken wir nochmal. So, wir sind wieder live dabei. David
wieder auf der 3. Andi jetzt auf der 2. Auf der 2 sag ich schon. Ich bin auf der 4. Ja, hab ja wohl mit 1 gehabt. Und Passat wieder dahinter. Also hier hat es einmal den Wechsel zwischen Platz 3 und 4 gegeben. Wieso fährt FK Performance nicht mehr mit der NSL? Echt jetzt? Oh. Da los. So, Halbstark kann weiterhin hier vorne bleiben. Also hat er aber zu kämpfen hier mit seinem Mazda. Ja, momentan liegt er erstmal auf der schnellsten Rennrunde. Aber das wissen wir erst, wenn er dann über die Ziellinie kommt. Heinrich Himbeer dahinter. Ja, da guckt er gerade so ein bisschen. Habt ihr gesehen, wie er rausgekickt hat aus seinem Auto, der David? So, oh, ist ja schön, ich sehe so viele. Andi, wie gesagt, jetzt hier auf der 4. Passat versucht sich jetzt reinzurobben. Wir gucken mal auf den Superstuhl. Ich gebe dir alles, aber nicht meinen Stuhl. So, Titus auf der 7. Ah, hier ist also mehr Ruhe eingekehrt hier, der Teamkollege da vorne von David. Und jetzt hier aber Beckbechhofen, Baldrian. Da gab es noch mal ein kleines Begrüßungskomitee. Ja, da bin ich auch gespannt über die Strategien, was da kommt noch. 7. von 16 Runden. Haben wir also gleich Halbzeit hier, Baldrian. Auf der 10. Die sie auf der 11. Hat aber jetzt auch im Moment keinen Direktkonkurrenten. Aber die sind nicht weit auseinander. Ein Problem, da sind die vorbei. Afandi 13, Mike 14. So, was macht hier David von dem Pro? Kriegt ihr Probleme mit Andi oder nicht? Ah, Passat kommt jetzt wieder ran. Kam besser durch die Schikane. Aber hier geht es leider nicht aus hier. Was meinst du mit der Boxeneinfahrt? Kecki? Was ist mit der Boxeneinfahrt? Was sehen wir denn da? Ah, schönes Bild hier. Also wenn wir jetzt schon mal dabei sind, ich meine, wir haben ja die Fahrzeuge zwischen 89 und Nemes Motorsport und sag ich mal 92, 93. Da wurde eine Durchschnittsgeschwindigkeit in der Qualifikation, also 93, von 249 auf 243 km/h. Lecker mich am Arsch. Und 2008 waren es dann 247 km/h. Durchschnittsgeschwindigkeit. Und 2017 waren es dann 251. Alter Schwede. Durchschnittsgeschwindigkeit. Ich betone, Durchschnittsgeschwindigkeit, ja? Oh Mann. Hammer Ding. Ach so, die wollen dann nicht mehr so spät fahren. Okay. Naja, jeder seins. Ey, was? 251 km/h Durchschnittsgeschwindigkeit. Pff. Backe. Mit dem Boliden hier. Jetzt kommt aber Passat hier. Er schafft's aber nicht. Andi macht seine Sache gut hier. Willst du vorbei? Aber nicht mit dem Commander. Aber jetzt außen. Versucht das außen. Er versucht den Fehler zu treiben, aber es geht nicht auf hier. Passat kommt nicht vorbei. Somit kann Andi aber vorne wieder wegziehen. Ja, und vielen Dank im Stream. Halbstark. Hat hier die neue Bestzeit gesetzt von 3.16, 3.08. Also da geht immer noch was. Meine Herren. 3.16, 3.08. Da haben wir ja bald die Quali-Zeit.
So, aber Passat schafft es nicht. Also neben des Motorsport wird hier langsam stinkig, glaube ich. Das hat ja gerade richtig gefährlich ausgesehen. Ja, das ist ja mittlerweile so eine Sache, Norman. Da gibt es ja Wartelisten. Hier bei der NSL, soweit ich das weiß. Aber es sind ja auch welche von der Obrigkeit hier. DK und Money, glaube ich, die sind ja da irgendwo schon mal, habe ich es mal gelesen. Da kann man gucken, vielleicht gibt ja doch was. Halbstark, wie gesagt, immer noch auf der 1. Dadurch, dass sein Boxenstopp absolut anders gewählt wurde als von David, Andy und Passat zum Beispiel. Genauso Heinrich Himbeer. Wobei Heinrich Himbeer etwas, auch wieder eine andere Boxenstrategie hier macht hier. Ja, also ich sehe, denke schon, dass sie sehr beliebt ist, die NSL. Auf der 4 Andy. Ja, das war so. Der Andy kommt aber jetzt wieder in Probleme und Passat, der Stößer. Was ist denn da los? Hä? Wo ist denn? Haben wir jetzt einen verloren? Wo ist er hin? Wartet mal, Jungs. Hä? Nee, sind doch alle da. Wo ist er hin? Da ist David. Andy. Passat. Nee, sind doch alle da. Ich habe jetzt... Da muss man meine Brille putzen oder was? Dachte, er wäre jetzt einer weg. Aber wir sind jetzt sehr, sehr weit wieder auseinander. David. Leichte Penalty hier auf der Uhr. Und Andy findet gerade kein Mittel, weil nämlich neben des Motorsport Passat da hinten Druck macht, immer wieder. Und somit muss er sich nach hinten orientieren. So, wir gucken nochmal durchs Feld durch. Momentan haben wir ein bisschen Zeit dafür. Also Superstuhl auf der 6 hier. Ah, sieht aber da vorne die Jungs schon. Ist ja noch lange gerade da. Titus hier auf der 7, ebenfalls Impro. Und Afro hier auf der 8. Der hier, ja, 13 Sekunden nach vorne hat und 4,2 auf die 9, nämlich Beckbechhofen. Aber die beiden hier fühlen sich wohl, kuscheln miteinander und tauschen mal die Plätze, so wie es aussieht. Baldrian jetzt hier also quasi auf der 9 und auf der 10 Beckbechhofen. Kurz mal getauscht hier. Easy auf der 11 hier. Ebenfalls Nameless Motorsport. Genau, ich mach mein Okular sauber. Gorik auf der 12. Ja, sauber Mercedes hier. Und Mike jetzt auf der 13. Guckt euch das an. Mike auf der 13. Afandi jetzt auf der 14. Hat er also einen Platz verloren hier? Ja, so schnell kann das gehen, meine Damen und Herren. Halbstark. Und Heinrich Himbeer. Herrlich. David auf der 3 kommt jetzt gerade über Start und Ziel. So, wir haben die Halbzeit ja schon überschritten, Sonnchen. Wir sind ja schon wieder in der 10. Runde. Da geht ja schon wieder Schlag auf Schlag hier. Ja, wir wollen mal gucken, ob das so ist dann hier, ob hier. Die müssen sicherlich nochmal tanken. Aber ja, wir haben sich aber irgendwas gedacht dabei. Ich kann mir nicht vorstellen, dass ich so deswegen die Boxenstrategie so entwickle, um nachher die Plätze wieder abzugeben. Da muss ja irgendwas dahinter stecken. Oder was meint ihr im Streamchat? Kann doch gar nicht Wasser sein hier. Ah, 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 was ist denn hier? David und Andy sind jetzt hier. Und der Passat ist wieder da, will kuscheln. Da geht's vorbei. Husch. Oder auch nicht. Hat nicht gereicht. Hattet nicht. Die 94 bleibt hinter Andy.
Nebles Motorsport hier. Also irgendwie beißt er sich hier an Andy die Zähne aus. Also der scheint hier seinen Meister gefunden zu haben. Zumindest jetzt hier im Spezialevent der Gruppe 1. Zieht er jetzt durch hier? Ah, Titus hier. Wie gesagt, einsam und alleine. Da ist auch eine schöne Farbe dabei. Gefällt mir sehr gut mit dem Grau und mit dem schönen Akzenten. Mit dem farbigen. Schön, schön. Gefällt mir. Aber Löwensenf, die Jungs sind scharf, wa? Halbsteig. Und Heinrich Himbeer. Aber Himbeer ist doch eigentlich süßer. Da kann er doch den Löwensenf fahren. Oder hat der bayerischen Löwensenf hier? Süßen Senf. Na, ich bin gespannt, was die beiden machen. Da bin ich auch mal gespannt. David. Oder wollen sie einfach nur Führungskilometer? Kann doch Euro sein. Und David hier auf und davon jetzt mittlerweile. 3,3 Sekunden auf Passat. Und Andi konnte hier den Platz nicht halten. So schnell kann es gehen. Passat vorbei. Somit hier neue Konstellation. Passat auf der 4, Andi auf der 5. Naja, den machst du dann so vorbeirauschen. Hörst du, denkst du, da fliegt das Getriebe weg. Meine Herren. So, Heinrich Himbeer halbstark in der Box. Somit geht es jetzt erstmal für David, Passat und Andi wieder auf 1 und 3. Also 1, 2 und 3. Somit alte Konstellation fast hergestellt. Passat ist vorbeigegangen. David auf 1, Passat auf der 2. Andi wäre ja auf der 2, aber jetzt auf der 3, weil Passat ihn überholt hat. Da, Andi auf der 3. Also hier, Superstuhl. 3,3 Sekunden entfernt auf der 4. Da kommt Halbschlag wieder raus. Halbschlag auf der 5 hier. Titus auf der 6. Heinrich Himbeer auf der 7 wieder auf die Strecke gegangen. Aber eine Zeitstrafe hier, eine Penalty von 3,2 Sekunden schon auf der Uhr. Afro hier auf der 8 hier. Ist aber 9 Sekunden entfernt, also das sollte ihn noch nicht stören, den Heinrich Himbeer. Beckbeckhofen auf der 9. Aber da kommt Baldrian. Baldrian lässt grüßen. Aber Baldrian wird das Ganze sicherlich nicht so schlimm sehen. Elfter Platz, Korik hier, der von Easy jetzt hier beräubert wird. Der nächste neben der Motorsportfahrer. Aber auch hier wieder eine Penalty auf der Uhr. Mike weiterhin auf der 13, konnte also von 14 auf die 13 sich schieben. Wunderbar. Afandi mit 5,3 Sekunden dahinter auf der 14. David. Oh, David kriegt gleich Besuch. 1,4 Sekunden. Passat kommt. Hat er jetzt hier einen Nachbrenner gezündet oder was? Jetzt hat er Blut geleckt. Jetzt ist er wohl in seinem Race drin hier. Jetzt versucht er hier vorne den David wieder zu bekommen. Aber ihr habt es gesehen bei Andy. Ranfahren ist das eine. Vorbeifahren eine ganz andere Geschichte. Aber wir warten es mal ab. 1,1 Sekunden jetzt. Also ein bisschen knabbert er immer ab hier. Ah, gehen wir mal hier auf das Dreiergespann hier. Ah, Easy kommt so langsam näher. Bremst sich hier immer stetig ran.
Also auch er hier. Da kommt er. Der D-Zug kommt. Easy kommt so langsam wieder in Fahrt. War ja schon mal ein Stück weiter vorn. Aber ich muss immer wieder mal ein Chapeau aussprechen, dass wir hier auf gerade Della Sarta, also Le Mans, ja, so, sag ich mal, über die gesamte Renndistanz irgendwo immer was los ist. Gerade auf dieser 13 oder knapp 14 Kilometer langen Strecke kriegt das mal hin hier. Ja, mit doch relativ wenig Fahrzeugen ist das schon Chapeau dafür. Ja, vorne um P1 und 2 und 3 ist alles noch gleich. Passat auf der 2, Andi auf der 3. Ah, wird schon geschrieben hier auf paar Start und Ziel des Passat dran. Aber gucken wir mal. Ah, hier hinten wird jetzt gerade wieder etwas ruhiger. Wir können ja mal gucken gehen. Oh, da ist er dran, der Passat. Was hat der denn heute wieder genommen? Erst tut er sich total schwer und jetzt... Also ranfährt der Junge ja unglaublich schnell hier. Innerhalb einer Runde knappert der hier mal komplett eine Sekunde weg. Das musste er erstmal bringen hier. Und Andi kann auch die Pace im Moment nicht mitgehen. Aber gleich könnte er wieder rankommen, wenn Passat und David sich hier selber miteinander so ein bisschen bekriegen. Geh mal bitte auf Himmelerlikörchen. Geh mal bitte auf Himmelerlikörchen. Ja, aber nur kurz. Da ist er. Da ist Heinrich Himbeer. Da hast du ihm mal ein Bild. Löwensenf. Heinrich Himbeer. Hier also quasi Titus voraus. Passat, wie gesagt, noch auf der 2 hinten dran. Hier ist der Himbeer. Und die Himbeeren liegen flockig überall rum. Aber keiner reagiert, weil alle fahren so rennen. Und keiner hat Hunger. Hunger, Hunger, Hunger auf Süßigkeiten. So ist das nun mal. Die 58 pilotiert er hier. Wir gehen wieder nach vorne auf den Zweikampf. Und da sehen wir David noch auf der 1 hier. Aber der Andi, der kommt. Ich komme. Hallöchen. Was ist aber ein schön Hintern jetzt aber. Aber ich lass mir Zeit dabei. Ja, ist ja schnell, ist nicht immer gut. Jawohl, wunderbar. Oh, leichter Schlenker hier, da wollte er zu viel. Ah, jetzt hat er mal einen Vorteil. Passat, jetzt ist er dran. Da kam David schlecht aus der Kurve. Neben des Motorsport. Ah, reicht nicht, reicht nicht. Da geht David dann doch ein bisschen mehr. Mann, ey. Die kloppen sich ja schon hier drum. Schönes Bild hier. Aber jetzt muss er sich wieder rankämpfen hier. Ja, warten wir es mal ab. Aber wir haben jetzt bereits die 12. Runde und die Jungs werden sich schon was dabei gedacht haben, was sie machen. Also ich gehe davon aus, dass sie denken, dass sie die Zeiten vielleicht so annähernd fahren können. Vielleicht wird es eine halbe Sekunde langsamer, aber die holen es dann vielleicht. Da müssen wir noch mal gucken. Aber ich würde sagen, die Reifen halten. Also die werden nicht ganz abbauen. Ich meine, wir sind jetzt noch 3 Runden unterwegs gleich, wenn wir die hier rum haben. Mal gucken. Also ich gehe davon aus, die Reifen werden es diesmal nicht sein. Gehe ich jetzt mal von aus. Ah, die beiden machen schon. Andi kann nicht mithalten. Andi muss leider einreißen lassen. Ja. Der Spiegel sieht echt pervers aus. Das sieht krass aus. Hey, der bremst mich doch, Mensch. Superstuhl. Wie gesagt, kommt der vielleicht noch an. Wir warten mal die Zeit ab. 2 Sekunden fehlen da. Halbschlag auf der 5. Titus hier auf der Decke. Oh, Heinrich Himbeer, der Himbeer, der sagt, ich habe Süßes, aber auch Scharfes. Also komm, mach Platz da vorne. Ich will vorbei. Ja, man kann schon rot erkennen, da hast du vollkommen recht. Aber ich gehe davon aus, dass die nicht so ins, also dass die noch dreiviertel voll sind da ja am Rennen. Also vom Abfahrgrad her. Ich glaube nicht, dass da mehr kommt und dann kannst du, denke ich, unter Umständen
die Zeiten noch annähernd gehen. Aber jetzt seht ihr hier Heinrich Himbeer, jetzt leider verloren. Machen die Jungs hier vorne, Passat. Ah, eine 1,5 Sekunden Penalty hier auf der Uhr jetzt. Da hat David einen Vorteil, der hat nichts. Hier hinten los. Guckt euch das an hier. Jetzt wird das hier gleich ein Vierer-Fünfer-Kampf hier. Oh, schönes Bild hier. Jeder saugt sich an jedem ran hier. Korik, Baldrian. Ja, easy auf der 12. Da hat er Platz verloren, glaube ich sogar. Ah, das ging alles nicht so wirklich auf. Aber wir müssen abwarten. Ah, jetzt hat Passat doch ein bisschen Zeit-Penalty abgebaut. Ihr seht, dann hat er auch gleich hier schon ordentlich wieder Luft dazwischen, die er zufahren muss. Also hier haben wir erstmal momentan etwas Ruhe eingekehrt. Halbstark immer noch auf der 5. Also, es hat sich nicht wirklich gelohnt, glaube ich. Titus auf der 6. Da sieht es schon anders aus. Ja, und Heinrich Himbeer leider ein bisschen abreißen lassen müssen. Die Himbeere muss sich wieder rankämpfen hier. Ja, aber ich glaube, der hat einen Lauf. Der Heinrich Himbeer, der kann schon schnell fahren. Das sieht immer sehr, sehr gut aus, wie er sich daran pirscht. Das sieht man jetzt gerade hier im Infield. Da hat er mehr auf der Karre hier, glaube ich. Also das läuft besser. Ja, der Mazda liegt echt gut. Und jetzt ist er dran. Hat er schön gelöst. Hat sich innerhalb, ich sage mal, von 1 Kilometer rangesaugt. Und jetzt kommt er oder kommt er nicht? Hallöle, ich bin da. Ich habe Süßes und Sahres, Scharfes. Nun komm schon. Lass mich mal vorbei. Ich habe vorne Scharfes und hinten Süßes. Nun komm schon. Guck dir mein Heck an. Vorne um P1 bis 3. Alles gleich. David Passat, Andi. Oh, Junge, Junge, Junge. Titus hier von Impro. Der hat zu kämpfen. Oh. Jetzt gleich mal Windschatten wieder nehmen hier. Schönes Bild. Das reicht nicht. Jetzt hat er zwar die Innenbahn. Ja, kann er sich vorbeibremsen? Er kann sich vorbeibremsen. Schafft das? Er kriegt hin. Er bleibt in der Spur. Super gelöst. Hat aber auch Titus hier, sag ich mal, mitgespielt. Sehr schön gelöst hier. Wunderbar. Also da ging es vorbei für Heinrich Himbeer. Jetzt also auf der 6, Heinrich Himbeer. Und da ist es passiert, da vorne Passat. Kämpft hier. Mit David. Aber Andi, darfst du nicht aus den Augen lassen. Oh, leichte Heck. Drift hier bei Passat. So, 14. Runde haben wir gleich. Dann haben wir noch 2 Runden, meine Damen und Herren. 2 Runden, die noch zu gehen sind. Also so circa 1/4 Stunde haben wir es. Dann wissen wir, was los ist hier vorne. Um P1. Naja, Passat hat sogar noch ein bisschen mehr Sprit drin. Bedeutet, schwerer ist er auch als David hier. Ja, und der Andi, der robbt sich so langsam da hinten ran hier, wenn die sich hier so ein bisschen... Ja, so langsam werden sie abbauen. Aber ich glaube, damit kommen sie klar hier. Übrigens Halbstark eine 3:15.885, immer noch schnellste Rennrunde hier. 3:15.885.
Boah. Ah, Passat, will man noch wissen hier. Der gibt nicht auf. 15. Runde jetzt begonnen. Vorletzte Runde, meine Damen und Herren, hier für die Führung. Aber David scheint sich auch nicht aus der Ruhe bringen zu lassen. Oh weia, aber jetzt wieder eine kleine Penalty hier für Passat. Hier musst du so aufpassen, dass du nicht zu weit rauskommst. Da kriegst du gleich wieder Strafe. Strafe, Strafe, Strafe. Aber der David macht's gut. Also der David, gucken wir mal schnell. David hat auch eine Penalty. Also der, beide. Wunderbar. Das wird spannend. Was hat er schon abgebaut hier, der Junge? Ja, da weiß er nämlich genau, da kann er sich ranbremsen, der Junge. Der Passat, von dem ist Motorsport, da verliert er kaum was, deswegen macht das da. Raffiniert. Aber David hat seine Penalty noch. Eine halbe Sekunde knapp. Aber Andy kommt da hinten in großen Schritten wieder ran. Hier, jetzt wird gleich aus dem Zweikampf vielleicht doch nochmal ein Dreikampf hier kurz vor Ende. Da wollen wir mal abwarten. Halbsteig jetzt auf der 4, Superstuhl auf der 5. Heinrich Himbeer immer noch auf der 6, hat hier auch noch nichts zu befürchten. Titus kann die Pace von Heinrich Himbeer nicht mitgehen. Afro auf der 8, auch hier mit 10 Sekunden auf Titus und 13 Sekunden auf Beckbeckhofen, der hier auf der 9 unterwegs ist, hat aber hier P10 fast im Nacken mit 1,5 Sekunden. Auf der 11, der Mike hier, guckt euch an, schiebt er sich auf die 11 vor. Easy auf der 12, Kurik auf der 13, Afandi, 14. Platz für ihn. Das sind die Platzierungen, wir schalten nach vorne. Aber ihr seht, Passat jetzt hier 1,5 Sekunden hat er hier jetzt erstmal liegen lassen müssen. Das bedeutet, das heißt wieder angasen, aber jetzt gleich durch die letzte Runde. Ja, hast du vollkommen recht, Küstennebel hat er überholt, Superstuhl. Ist überholt worden. So Superstuhl ist er da doch nicht. Ah, halbstark also jetzt vor Superstuhl hier. Nicht der Stuhl, nicht der Stuhl. Ja, aber letzte Runde kann noch viel passieren hier. Letzte Runde geht noch was. Ah, hier hinten erstmal keine Duelle, wie wir sehen können. Wunderbar, wir können also gucken, was macht die Spitze. Ah, Andi konnte jetzt wieder die Lücke nicht zufahren. Die letzte Runde steht an, meine Damen und Herren. Ah, und Passat kommt wieder. Ja, ist hier besser auf der Bremse und kann hier das Fahrzeug feinfühliger durch die Schikane und durch die Kurven bringen hier den Mazda. Jetzt hat er also quasi noch mal knapp 13 Kilometer oder sagen wir mal, jetzt sind ja schon, ja, so waren wir mal 13 Kilometer, ein paar Meter sind wir ja schon unterwegs wieder. Hat er Zeit, das Ruder noch für sich zu reißen hier. Oha. Nehmt es und jetzt hat er's. Da muss er weit gehen hier, David, und Passat übernimmt P1. Da hat er ihn in den Fehler getrieben. Aber noch ist nicht vorbei. Jetzt muss er noch abbauen. Jetzt muss er sich hinten einreihen. Wo ist denn damit Halbstark auf der 3? Was ist denn da passiert? Guckt euch das an hier. Halbstark geht vorbei auf der 3 und das ist die letzte Runde. Was ist denn jetzt kaputt hier? Haben die noch ein paar PS gefunden oder was? Wahnsinn! Halbschlag P3, da hatte noch gar keiner mit gerechnet. Andi jetzt auf die 4 gegangen. Da bauen die Reifen so schwer ab oder was? Ja, da sind sie schon mächtig ab. Und der muss Sprit sparen, 100%ig. Der muss Sprit sparen. Deswegen ging das so schnell. Der muss Sprit sparen. So, was ist jetzt hier vorne los? David, 1,1 Sekunden Penalty hier. VW Passat. Von dem ist Motorsport über eine halbe Sekunde jetzt voraus hier, meine Damen und Herren.
Das wird ja nochmal ein richtiges Ding. Halbstark holt sich bis jetzt P3. Weil nämlich, glaube ich, Andy hier sich verkalkuliert hat mit dem Boxenstopp. Da blinkt der Tank. Ich denke mal, der musste hier runterdrehen. Und somit verliert er natürlich Leistung. Und das ist auf dieser Strecke das Tödliche, meine Damen und Herren. Tödlich! Führung geht in der letzten Runde an Passat von Nemnes Motorsport. Aber hier hinten Halbstark, was ist denn da kaputt? Halbstark, was macht er denn hier? Was geht denn hier kaputt? Oh. Junge, 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 was ist auf dem P2 passiert? Jetzt kommt der Halbstark, das ist doch mit dem nicht in Ordnung. Was habt ihr denn dem jetzt gegeben? Halbstark greift P2 damit an. Vielen Dank für dein Sapprobeschlutze, Hallöchen und danke. Ich freue mich. Dankeschön. Aber was macht es? Halbstark, Halbstark geht. Oh, 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 komm weit. Andi muss zurückstecken. Unglaublicher Vorfall. Was soll ich denn jetzt machen? Wo soll ich zuerst hinspringen? Jetzt hauen die hier sich richtig die Dinger um die Ohren. Mein Gott, Passat übernimmt 1, Halbstark 2. Ist doch unglaublich. Was ist denn hier kaputt? Ah. Oh. Oh Gott, da kommt er! Die letzten Meter für Passat hier! Wahnsinn! Halbstark 2, 3 David, Andi geht auf die 4, der hat alles versaut, alles ist durchgegangen, Superstuhl auf der 5, auf der 6 kommt es jetzt, oh, ich muss jetzt mal Luft holen, Heide Schimpel auf der 6 hier, super Rennen auch von ihm hier, Titus kommt als nächstes auf der 7 durch. Das in der letzten Runde, das macht man erstmal in der Nach hier bei der NSL. Da bist du also immer gut aufgehoben. Avo geht auf die 8 hier. Wahnsinn, was geht denn hier ab? Unglaublich. Beckbeckhofen kommt hier auf die 9. Na, das ist doch mal ein Auftakt hier ins Wochenende. Aber, tja, Wahnsinn. Wer hätte denn das gedacht in der letzten Runde? Auf der 10 Baldrian, auf der 11 Mike und auf der 12 kommt Easy. Und neben das Motorsport, da war heute nicht so ganz der Sache drin. Dann, ach, da hat er noch abgebremst. Guck an, muss er noch abbauen wahrscheinlich. Und Easy jetzt auf der 13, 14 Afandi. Meine Herren, was war das für ein Rennen? Ist ja unglaublich. Ich bin schon wieder völlig krass. Ist ja aber... In der letzten Runde knallte das hier nochmal um P1 bis 3. Den Stream muss ich mir im Nachgang auch angucken. Apropos Stream. Also wie gesagt, der Krabbel wird danach gleich auch die Sache auch auf YouTube hochladen. Dann könnt ihr auch morgen auf YouTube gucken, wenn ihr das wollt. Da hat er ja auch einen Kanal, wo er die ganzen Videos dann auch nochmal hinschmeißt. Also das war ein Hammerrennen. Also ich bin schwer begeistert. Ich habe zu danken. Schön, dass er da war, dass er also das Ganze mit mir genossen hat. Das war ein Genuss, muss ich einfach sagen. Es war ein Genuss. Und da haut der Kecki noch einen Sack raus. Ja, danke schön dafür. Danke dir. Und warum ist das Rennen schon zu Ende? Das ist zu kurz. Könnt ihr nicht mal bei der NSL eine Eingebung machen für so eine Spezialevents? Sollt ihr wenigstens 2 Stunden fahren oder so? Oder das ist zu kurz. Ich bin gerade warm gelaufen. Aber trotzdem, vielen Dank dafür. Schön, dass ihr da wart. Und Krabbel kommt natürlich wieder, keine Frage. Und mal sehen, wo ich das nächste Mal dann hier in der NSL dann streamen werde. Und bis dahin wünsche ich euch noch ein schönes Wochenende. Denkt dran, Wetter wird besser. Ich hoffe, ihr seid auch durch die Unwetter nicht so zu arg gebeutelt, gerade da unten im Süden. Und hoffe, dass alles noch gut gegangen ist. Und sonst wünsche ich euch, wie gesagt, noch morgen bei der AM viel Spaß und ein schönes Wochenende an euch. Und der Krabbe sagt Danke und verabschiedet sich jetzt damit. Vielen Dank, Jungs. Und ich merke schon, ihr haut hier schon gerade im Stream noch alles raus. Letzte Runde war episch, genau. Die war episch. Und das war Gott sei Dank wieder beim Krabbel und Playstube. Ich find's geil. Dankeschön. Dafür also nochmal ein großes Lob an die Pro 2. War wieder sehr Hammer. Aber jetzt bin ich fertig mit Danksagung und sage einfach nur auf Wiedersehen. Haut euch das nochmal nachher im Nachgang hier quasi bei Twitch. Denkt dran, bei Twitch habt ihr die bessere Auflösung. Bei YouTube rendert er mir das runter.
Und das heißt, ich wünsche dir noch ein schönes Wochenende. Bin völlig platt, aber nicht platt, weil ich nicht Bock habe, weiterzumachen, aber es ist schon zu Ende. Schade, Jungs und Mädels, vielen Dank. Vielen Dank für die Subs, vielen Dank für die Follows. Und ja, habt Spaß, haut euch das nochmal rein. Bis dahin, sagt der Krabbel. Tschüss.